Ja, herzlich willkommen bei Experts for Training. Neben mir steht Dr. Jürgen Fritzsche. Er ist ehemaliger mehrfacher Karate-Weltmeister und der aktuelle Athletiktrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft. Mir gegenüber steht Professor Dr. Kreuz. Er ist Experte für Gelenke und Spezialist für regenerative Knorpelchirurgie. Wir werden Ihnen heute Übungen zeigen, wie man die Gelenke fit hält und eine optimale Prophylaxe gegenüber den häufigsten Krankheitsbildern schafft. Los geht's! Eine gute Beweglichkeit ist die Grundvoraussetzung für ein beschwerdefreies Gelenk. Wenn Kapsel und Bänder zu straff oder verklebt sind, dann kann selbst der stärkste Muskel keine ausreichende Beweglichkeit, wie zum Beispiel das Abspreizen des Armes, ermöglichen. Im Extremfall kann es auch zu einer sogenannten Schultersteife kommen, für die es zahlreiche Ursachen gibt. Das kann eine Entzündung, eine Operation, ein Unfall oder eine länger dauernde Immobilisation sein. In einigen Fällen findet man auch keine Erklärung dafür. Wie Sie Ihre Schulter optimal beweglich halten, das zeigen wir Ihnen jetzt. Ja, zur Mobilisation der Schulter beginnen mit ganz einfachen Übungen. Im Wesentlichen kann man es auch gut zum Aufwärmen verwenden für diejenigen, die keine Beschwerden haben. Wir nehmen die Schulter, schauen uns erstmal eine Bewegungsrichtung an. Die Schulter geht nach vorne, in die neutrale Stellung. Also ganz kreisen. Wir nehmen den Arm nach vorne, bewegen ihn nach außen und wieder nach innen, nach außen und wieder nach innen. Wir können das unterstützen, indem wir unseren Stab zur Hilfe nehmen und schieben den Stab aktiv zur Seite, sodass der Ellenbogen am Körper anliegt und in der Schulter mobilisiert wird. Ganz weit nach außen, so weit, wie es das Gelenk zulässt. Dasselbe auf der Rückseite. Wir halten die Arme gestreckt und schieben nach außen. Und schieben nach außen. Ganz raus, ganz raus. Aus der Schulter kommt die ganze Bewegung. Wenn wir das haben, nehmen wir uns eine Wand zur Hilfe, fixieren unsere Hände, die Schultern sind tief, laufen an der Wand nach oben. Schritt für Schritt laufen wir wieder zurück. Halten die Hände eventuell an einer Seite und bewegen uns ganz langsam auf und nieder. Leicht in die Knie gehen, so gut das möglich ist. Wichtig ist, die Schulter ist immer tief, die Schulter bleibt immer unten. Wiederholen das. Sind am Boden, nehmen den Arm, legen ihn nach hinten, eine hervorragende Übung morgens im Bett und bewegen sie wieder nach unten, soweit das möglich ist. Ohne Gewalt, ohne dass die Schulter hochkommt, die Schulter bleibt tief, jedes Mal von oben nach unten, soweit als möglich. Wenn ihr das nicht im Bett machen wollt, besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir es an einer Wand machen. Halt die Schulter fixiert, halt den Ellenbogen fixiert, heben den Arm, senken den Arm wieder, heben den Arm, passen auf, dass die Schulter unten bleibt. Genau. Guter Letzt werden wir hingehen, können den Arm komplett einmal in sich drehen, rückwärts drehen, aus der Schulter, Schulter bleibt tief, wie schon eben erwähnt.